Okay, Restaurant mit erforscht, dauert aber noch. Aktuell können wir nicht viel machen. Ist einfach so. Ja, Lager reicht auch noch aus. Ist die Frage, was wir dann demnächst bauen, ne? Also Restaurant auf jeden Fall, da habe ich Bock drauf. Parkplätze reichen ja noch. Wird aber auch knapp, muss ich sagen. Vielleicht könnte ich nochmal vergrößern ein bisschen. Mal schauen. Die Frage, ob wir mal eine Straße anbinden würden, ist natürlich auch teuer, ob da mehr Leute kommen. Das weiß ich jetzt nicht. Ist das eigentlich die größte Map, die es gibt? Gehen wir davon aus, oder? Oder ist ja eigentlich auch der einzige. Oder kann man am Anfang einstellen mit der Map-Größe? Das weiß ich gerade nicht. Ist ja einfach mal als Standard gelassen gehabt. Mal schauen. So, 16 Uhr. Um 18 Uhr macht es normalerweise zu. Bin ich mal gespannt. Wir machen bald Plus, Leute. Aber also, wir machen so wenig Geld, dass das kaum hochgeht. Also echt, ich hoffe, das Restaurant hilft uns ein bisschen, oder dieser Fastfood-Laden dann. Ich hoffe, wir kommen dadurch ein bisschen Geld rein. Alter, also, ach schon, müssen nur eine Kasse? What? Ach schon, der andere Typ, der morgen ja da ist, für die zweite Kasse, der kommt ja erst. Wenn der andere Typ dann hier steht zum Beispiel und dann hier unten die Kassen leer sind, wechselt er dann hier runter? Oder nicht? Oder kann ich das irgendwie anstellen? Weiß ich nicht. Ja gut, es gibt so eine riesenlange Schlange, ist klar. Überstunden. Naja. Ja, ihr wartet, Leute. Alles gut. Wir werden rausgeschmissen. Oder hast du bald außer Typ, aber ey. Ist halt so. Ey, wie lange braucht die denn? Ja klar, die werden einfach alle rausgeschmissen. Wie assi ist das denn? Der ist richtig angepisst, der Typ, Alter. Richtig angepisst. Wow. Er nimmt's einfach mit, ja. Zurecht. Okay, wir brauchen abends dringend zwei Kassen. Haben wir auch ab morgen Abend. Das war der erste Test mit Länge aufmachen. Da ist es nochmal ausgerastet. Da sind nochmal viele Leute gekommen. Das hab ich nicht gedacht. So, das ist leer. Das auch. Wird alles hoffentlich morgen aufgefüllt. Wunderbar. Okay, Restaurant braucht immer noch, oder? Ja, 38 Stunden. Scheiße. Ich will jetzt was machen. Darauf Bock. Ja. Tickets. Ach, schon. Ich will ja auch Tickets kaufen. Fastfood-Restaurant können wir auch einstellen. Maintenance Center. Nice. Weißt du, Bowling LA, cool. Ich kann mir vorstellen, dass da später noch sehr viel kommt. Und dafür, dass es eine frühe Version ist, macht schon sehr viel Fun, auf jeden Fall. Ich habe zumindest genug, um dich schon mal auszutoben. Water Dispenser, bauen wir dann unten rein, würde ich sagen, nicht hier oben. ATM, okay. Wir können schon mal die Dinner-Tables bauen, rein theoretisch. Aber die Frage ist, bringt das uns schon was? Wir warten noch bis später, glaube ich. Ist also teuer. Die Toiletten müssen wir danach dringend erforschen, dass wir hier unten nochmal, dass wir hier so eine Ecke reinbauen mit Toiletten. Dann würde ich sagen, machen wir hier die ganzen Tische rein. Hier dann die Shops. Und da die Toiletten. Können wir schon mal Wände bauen, vielleicht? Aber gleich die Geschwindigkeit kann. Alter, die Geschwindigkeit kann bleiben, weil wir brauchen ja Cash. Walls. Sag ich mal, wir bauen das jetzt hier oben mal rein. Ja. Muss ja nicht ganz so groß sein. Sie sagen so. Reicht doch, oder? Ja. Gut, da kann auch dann schon mal eine Tür rein. Braucht eigentlich auch ein Lager? Wahrscheinlich schon, ne? Wir bauen hier unten hinten noch ein kleines Lager rein. Objekte. Die Leute sind da. Ja, Leute. Eigentlich sollen vier Leute arbeiten, ne? Jawohl, jetzt ist er oben besetzt. Mal gucken, ob das was bringt. Jetzt hat schon mal hier eine Tür raussuchen. Normale Door. Die Toilette. Gut. Weiß nicht, wie jetzt hier was bestellt werden kann. Warte, mal gucken. Mal schauen. Gut, unten bauen wir die Nachtwörter. Dann haben wir da was zu tun. Hier oben kann erstmal zuschauen. Die Leute sind relativ zufrieden. Okay. Parkplätze reichen noch, aber sobald das Restaurant da ist, müssen wir die Parkplätze, glaube ich, erhöhen. 100%ig. So, geht hier überhaupt irgendjemand hin? Das frage ich mich jetzt gerade. Und wechselt er halt hier runter dann, oder wie? Ich hoffe es. Kein Bock mehr. Finde. Moment, was? Warum ist die früher gegangen?
Ey, ich feuer dich gleich. Ich habe das nicht erlaubt. Was? Kacke. Ich glaube, die Sachen manage. Die sollen noch so lange bleiben. Es ist gerade mal 18 Uhr. Alle Zeit haben sich geändert. Die haben keinen Bock mehr. Guck mal. Ja. Dann ändern wir das für den nächsten Tag. Also hier wird eh nichts gemacht. Das heißt, es ist mal hinfällig. Wir ändern das jetzt. Wir machen jetzt. Scheiße. Und gehen einfach früher. Okay, wir sagen jetzt, zwei Stück kommen um 8 Uhr. Du kommst um 8, du kommst um 8. Wie lange ihr da wart, ist mir scheißegal. Ihr beiden. Mal hier. Punkt 8, wollen wir den Punkt 18 Uhr aufhören? Kommt um 15 Uhr. Kommt um 13 Uhr. Ah, 14 Uhr. 14 Uhr, komm. Beiden kommen einfach um 14 Uhr und gut ist. So. Jetzt wird das ja wohl klappen, oder? Mann, ey. Was ist das denn? Ja, klar, machen wir den Laden jetzt zu. Warte kurz. Laden zumachen. Bringt ja nichts. Geschlossen. Pisst euch. Okay, die Clown hat trotzdem noch Sachen. Egal, was soll ich machen? Was soll ich machen? Geschlossen. Alter, WTF, da können wir morgen wieder auf Closing 20 Uhr machen. Ja. Er ist doch scheiße, Mann. Okay, also gut zu wissen, dass die Arbeiter früher gehen, wenn die ein bisschen überlastet sind. Diese gerade waren immer ein bisschen auf Anschlag. Sowas passiert, würde ich sagen. Scheiße. Wie sehr? Eine 14 Stunden. Cool, dann ist es ja bald fertig. Ach, komm. Das ist ja schön, da können wir bald das Restaurant bauen. Okay, ja, sieht eigentlich mit Cleaning aus. Wegen sauber machen. Das ist ein bisschen Schmutz. Später wahrscheinlich mehr. Wir machen das später sauber. Gibt's da Leute? Wir machen nicht die Bauarbeiter, ich hoffe. Werden wir dann sehen. Okay. Es läuft hoffentlich an diesem Tag jetzt besser ab, weil das war jetzt irgendwie nicht so gut. Soll keine Sachen klauen. Das ist natürlich cool, kostenlos Sachen mitzunehmen. Da kriegt keiner nein. Aber nicht gut für uns. Wir brauchen immer noch Geld, Leute. Machen nicht wirklich mehr Plus. Alle, wie das Geld runtergegangen ist. Ja, okay, wir haben auch ein bisschen verkackt. Wie in den Zeiten her. Ja, wir bekommen das hin, wir bekommen das hin. Alles ist gut. Das Restaurant wird uns den Arsch retten. Ich gehe zwar noch nicht davon aus, aber ich hoffe es. Gut. Parkplätze werden dann überfüllt sein. Scheiße. Parkplätze sind auch wieder arschteuer. Oh. Mal schauen. So, klar, ich mache den Laden auf. 8 Uhr. 4 Stunden noch. 3 Stunden. 3 Stunden. Ist gut. Irgendwas bauen können wir halt gerade nicht. Ist einfach so. Den Laden oben größer bauen. Ich weiß nicht, ob ich die Regale abreißen. Eigentlich würde ich dann lieber hier, die hier, hier hinbauen und, na, am Tag abreißen, neu bauen. Ist teuer. Können wir zwar machen, aber wieder aufgefüllt werden dann die ganzen Regale. Wenigstens mal einen Tag vernünftig hier. Vernünftigen Tagesablauf im Laden. Wenigstens einmal, ey. So, Mitarbeiter kommen. Zwei Stück. Ja, so soll das sein. Zwischendurch sind es dann auch die beiden Kassen noch belegt. Also wenn die Kasse oben belegt ist, geht ja nicht runter. Das heißt, eigentlich muss ich die abreißen. Bringt es nichts. Mach ich das auch. Aber wenn der dann kommt, wird die hier offen sein. Das heißt, ihr geht hier ran und wenn die alle abhauen, geht er nicht runter. Das heißt, wir müssen die abreißen. Bild. Was? Man sollte nur das hier rumrufen, nicht alles. Haut bloß ab! Haut die ab von der Wand! Leute, macht keinen Scheiße, ey! Oh! Ich dachte gerade, what the fuck? Gut, dann macht meiner. Und wir kaufen hier nichts. Wie lange die brauchen? Die sind unmotiviert, die Arbeiter. Ich kündige die bald, Alter. Was ist los? Aber die sind aktuell alle sehr glücklich. Und wir machen hoffentlich auch bald Plus. Nice. Restaurant fertig. Geh schnell. Westrooms. Westrooms. Bewertschen. Restaurants ist fertig. Das heißt, Bild. Das hat man schon am Anfang.
Ja, ist die Frage, ob dieses Auf- und Zumachen für beide Shops gilt oder ob die unterschiedliche Zeiten haben. Können wir den irgendwie drehen? Rotaten? Können wir nicht. Doof. Fastfood Dispenser. Ich weiß ja nicht, wie das funktioniert, ne? Daran wird gekocht oder wie? Könnte ich auch hier oben die Tische einbauen. Das Zeug hier so hinmachen. Ja, einfach mal bauen, Leute. Wo kann ich eigentlich nicht drehen? Das verstehe ich noch nicht ganz. Einfach mal testen. Ich habe keine Ahnung, was das Zeug macht. So, könnte man Tische aufbauen. Wo sind sie denn da? Deine Table. Lassen wir einen Abstand oder machen wir Press? Lassen wir einen Abstand oder lassen wir Press? Ich weiß nicht, Leute. Lass mal einen Abstand, das sieht ja schon scheiße aus. Machen wir erstmal so. Wir können es immer noch schöner bauen. Testen halt. So sieht es eigentlich aus. Mittlerweile sind drei Leute hier. Gut, das heißt, bald wird zu einer gehen, der andere kommt. Eigentlich brauche ich mal vier Kassen. Ich hoffe, der andere kommt und bleibt erstmal hier in der Umgebung, geht dann zur Kasse, sobald eine frei wird. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Wie sieht es eigentlich unten mit der Öffnungszeit aus? Ah, für welchen Store ist die Öffnungszeit? Ja, ich sehe gerade, wir müssen unten noch Fastfood-Restaurant sein. Nein. Genau, und Restroom kommt dann da oben rein, müssen wir noch machen. Gut. Wir brauchen noch einen Storage-Raum. Die sind jetzt echt aus mit hier oben. Noch ganz gut. Noch soll es gar nichts machen. Ja, guck mal, oben sind zwei Leute, perfekt. Nee, nur eine Kasse, ne? Warum ist nur eine Kasse jetzt zum Beispiel offen? Rein theoretisch müssen jetzt zwei Kassen offen sein. Kommt denn noch ein Mitarbeiter oder so? Später? Muss doch verarschen, oder? Ja. Die ist da, er nicht. Soll ich ihn kündigen, Leute? Ich weiß nicht. Also er sollte eigentlich, hat eigentlich Job. Von 14 Uhr. Oder braucht eine Kasse mehr? Das könnte ich auch sein, was mit dem verbuggt ist. Ich meine, es ist noch nicht so perfekt gemacht. Ich würde euch sicherheitshalber noch eine Kasse einbauen, Leute. Machen wir auch. Bevor das nicht funktioniert, machen wir das. Ein Ding ist viel zu wenig, ihr seht. Deswegen auch wie letzten Abend, wenn die wieder gleich abhauen. Ja. Was? Muss ich das, warum ist das so rum? Wie kann man das drehen? Hä, wie kann man das drehen? Wie kann man das? Ah, man kann das drehen. Cool. Ja, guck mal das an. Nur weil dieser andere Idiot nicht da ist. Ich kündige jetzt mal nicht, weil, ja, ne? Ja, egal, wir haben bis 20 Uhr offen, da können auch einige bedient werden. Eigentlich werden viele abhauen. Ja, tschüss, der Rest kann abhauen. Und sich das Zeug klauen. Was soll ich machen? Ist halt so. Mann, ey. Restaurant 3. Ich hätte natürlich die Frage. Die Sachen hier, ne? Die muss ich nochmal abreißen. Sieht scheiße aus.
Okay, wir brauchen erstmal einen Hintereingang für Arbeiter vor allem. Wie sieht das hier unten aus? Guck mal. Ein Koch zum Beispiel soll auch heiern. Ja. Okay, wir brauchen einiges. Wir brauchen einmal, brauchen wir jetzt hier eine Foundation nochmal. Ja, einen kleinen Lagerraum, ne? Lagerraum kommt hier unten hin. Mach hin, ne? Dann kommen da auch schon mal Türen rein. Wenn ich die Wände reinbaue und das dann einfach hier so reinbauen, die Wände, dürfte auch kein Typ hinkommen, oder? Also kein Besucher. Da muss dann noch eine Wand hin, ich weiß. Walls. Und dann noch eine Tür. Und dann können wir jetzt unten sagen, sein Storage Pock. Storage 4. Gut. Restroom, wie lange braucht ihr eigentlich noch? 2-3 Stunden, okay. Dann müssen wir kurz mal ein bisschen abreißen noch. Wir können ja erstmal anheuern ein paar Leute jetzt. Ja. Er hier, guck mal. Oder sie. Die ist ganz gut. Dann. Schön. Die ist da. Ein Koch, ich brauche einen guten Koch. Der ist scheiße. Allerdings schnell und an sich ganz gut. Lass mal machen. Und dann brauchen wir noch Kescher. Ja. Sie hier, oder? Ja, komm. Gut. Wie funktioniert das jetzt hier? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne das nicht. Mal gucken. Komm, alle um 6 Uhr und 6 Uhr schließen wir das, ne? Natürlich suboptimal. Hier oben ist gar nicht so viele Leute los. Ist natürlich die Frage. Mach mal so eine Testzeit, 2 Stunden. Für den nächsten Tag natürlich erst. Okay, oben läuft es ganz gut. Hoffentlich kommt gleich der andere Mitarbeiter. Welcher Vorder sagt eigentlich noch nicht da? 14 Uhr, weil der kommt, glaube ich. Also warten wir mal kurz. Das ist 14 Uhr. Dann müsste jetzt jemand kommen. Mal gucken. Da, perfekt. 4 Kassen und dann geht 2 später aus. Okay, Restaurant hat er noch nicht geöffnet. Nächsten Tag erst. Storage Raum. Okay, wir sollten dann auch gleich mal Anlieferungsplätze machen. Ach, wir brauchen ein paar Plätze, Leute. Sollten wir jetzt schon mal ein bisschen machen, wenigstens. Hardwork. Ja. Ohne Parking. Garbage Pickup. Ja, eine Möglichkeit. Erstmal Road. Komm. Parkplatz bitte. Meine ich so rum. Kann man nicht. Das heißt erstmal Road. Road. Und Parking geht danach. Okay. Wurden alle bedient? Ich hoffe. Ich habe gerade nicht drauf geachtet. Bin ich gleich mal gespannt am nächsten Tag, ob hier unten das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Muss erstmal ein bisschen umgebaut werden, muss erstmal noch alles ein bisschen lernen, die ist seit Ewigkeiten da, aber hey. So, nochmal ein paar neue Parkplätze, wahrscheinlich so 12 neue Parkplätze, mal gucken. Nein, weniger, 6 neue Parkplätze, warum? Require Storage. Equal Storage. Ach stimmt, ich muss noch. Oh. Restaurant. Was ist ein Storage? Okay. Ja. Order Counters. Ach, hier ist das mit Bestellungen aufnehmen, worum gar nicht geht. Guck mal. Ein Bild.
Oder Counters. Okay. Gut, und noch, ich habe noch keine Ahnung, wie das funktioniert, ne? Okay. Bau das, schnell. Gut, er fertig geladen. Jetzt ist hier natürlich das Ding sehr fehlplatziert, ne? Okay. Gut. Wir werden jetzt mal kurz noch gucken, wie es hier funktioniert. Und dann wird auch erstmal diese letzte oder nächste Folge zu Ende sein. Ich habe einfach mal ein bisschen am Stück aufgenommen. Ich denke mal, es werden so 20, ungefähr 20 Minuten folgen. Ja, schauen wir mal. Gucken, ob ich schon mehr aufnehmen werde. Ich denke schon. Mal gucken, vor allem, wie es denn mit dem Restaurant hier unten funktioniert. Ich werde jetzt kurz einfach mal testen. Wird wahrscheinlich noch nicht gehen. Restroom ist in 8 Stunden erforscht. Da können wir auch das hier ausbauen. Ich guck mal rein, durch hier oben noch Tische in Zimmern, noch ein paar, und das war's dann auch schon bald hier mit dem Restaurant. Ja, können wir mal gucken, ist offen. Ich bin gespannt, wie es funktioniert. Also hier mit mir, der was macht. Hier ist Bratpfanne, hier wird hergestellt. Guck mal, und hier kann gekauft werden. Oder wie? Ach, hier wird gekocht, guck mal. Und hier wird aufgefüllt. Und hier kann man dann nochmal trinken, sich holen. Ah, okay. Und hier haben Garbage jetzt. Wir haben Dreck, das heißt, wir brauchen einen Mülleimer. Cool, Leute. Da haben wir verstanden. Das heißt, das sind die Kochstationen, davon werde ich 2 Stück hinbauen. Oder erstmal eine. Falls heißt, ich werde hier unten einen kleinen Raum einzimmern, noch einen extra Raum. Oder? Ja. Es wird automatisch aufgefüllt, deswegen weiß ich gerade nicht. Oder ich mache so eine Wand hier hin. Oder soll ich von den Leuten kochen? Das ist natürlich auch ganz geil. Wenn man es hier so hinstellt. Noch ein Ding und die dazwischen stellt, so. Das ist so wie zugebaut ist. Gucken wir mal. Hinten gibt es so einen Hintereingang zur Not. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Und warum halt auch jemand den Müll entsorgt, sehe ich dann gerade. Hier ist so gerade jemand sogar was. Gut, dann haben wir das verstanden. Dann würde ich mal sagen, Dankeschön fürs Zusehen. Und tschüss, und bis zur nächsten Folge von diesem netten Spiel, von dem ich den Namen gerade gar nicht auswendig weiß, weil ich gerade zum ersten Mal spiele. naja, ciao.